Chers ordinants, mes bien chers frères, au début du XXe siècle, notre saint patron, saint Pilice, au début du XXe siècle, notre saint patron, le pape Saint Pilice, signalait quelle était la maladie de l'époque et de la société. C'est, disait-il, l'abandon et l'apostasie à l'égard de Dieu. C'est le refus des droits de Dieu, le refus de son enseignement, sa loi, sa souveraineté, son domaine absolu sur la créature et sur l'homme, son droit de commander et d'être obéi. Et le pape ajoutait, donc ces refus étaient accompagnés de le culte de l'homme. Que saint Paul signale comme un des caractères de l'Antéchrist. L'homme qui se substitue à Dieu, qui prend la place de Dieu et qui se consacre le monde comme un temple. Or, cet esprit, les temps passants, est entré dans la Sainte Église. Et a gagné les cœurs de beaucoup, beaucoup d'ecclésiastiques. Et c'est là la crise profonde de la Sainte Église. Il ne faut pas trop se surprendre ni s'effrayer de certaines conclusions scandaleuses, choquantes, de certaines personnalités extrêmes dans l'Église. C'est l'aboutissement, c'est la complétion, ça se complète, ça s'achève, ça se parachève, de cet esprit naturaliste, humaniste, qui fait de l'homme le centre, qui refuse tout ce qui dépasse l'intelligence de l'homme, tout ce qui dépasse la nature, tout ce qui dépasse surtout l'indépendance de l'homme. Et c'est ça l'esprit libéral et moderniste dont nous souffrons à l'intérieur même de la Sainte Église. Ensuite, il y a un développement
très, très cohérent, très logique. Donc la maladie dont parlait Saint Pie, c'est précisément la maladie que nous subissons au sein du corps mystique. Liebe Mitbrüder, liebe Weihekandidaten, liebe Gläubige, zu Beginn des 20. Jahrhunderts sagte unser heiliger Patron, der heilige Papst Pius X., Folgendes: Wir leiden an einer Krankheit. Und was war diese Krankheit jener Epoche, die sich über die Gesellschaft auch ausgedehnt hat? Es war das Aufgeben der Vorherrschaft Gottes, es war der Glaubensabfall. Man hat sich geweigert, Gott die ihm gebührenden Rechte zu geben. Man hat seine Lehre, sein Gesetz zurückgewiesen. Man wollte seine Hoheit, seine Herrschaft über die Menschen und die Gesellschaft nicht mehr anerkennen. Man wollte sich weigern, sein Recht anzunehmen, zu befehlen und zu gehorchen. Der heilige Papst fügte dann noch hinzu und sagte, diese Weigerung war begleitet von einem Kult des Menschen. Der heilige Paulus sagt, dass gerade dieser Kult des Menschen ein Charakteristikum des Antichrist sei. Der Mensch nimmt in dieser Gesellschaft den Platz Gottes ein und macht sich die Welt zu seinem Tempel. Nun aber ist leider dieser Geist auch ins Innere der Kirche eingetreten und hat das Herz vieler Kirchenmänner gewonnen. Und genau hierin liegt die Krise der Kirche, die wir heute miterleben. Wir dürfen nicht erstaunt sein und uns wundern darüber, dass von Personen, von gewissen Exponenten in der Kirche skandalöse Aussagen gemacht werden. Das ist nichts anderes als eine Folge und eine Konsequenz dieses Geistes, den der heilige Pius X. Gebrandmarkt hat. Dieses Geistes des Naturalismus, des Humanismus, das nichts anderes ist als eine Leugnung und ein Zurückweisen von allem, was die Natur des Menschen übersteigt. Wir finden hier den Geist des Liberalismus und wir leiden sehr darüber, dass dieser Geist nun in der Kirche auch zu finden ist. Das ist aber nichts anderes als eine Logik und eine Konsequenz dieses Geistes, den der heilige Pius X., von dem er gesprochen hat. Wir leiden also unter dieser Krankheit, wir leiden darüber, dass sie in den mystischen Leib der Kirche, in den mystischen Leib Christi, in die Kirche eingedrungen ist. Et providentiellement, nous avons eu la grâce d'avoir comme fondateur de la Fraternité Saint-Pie notre cher et vénéré Monseigneur Marcel Lefebvre, qui nous a transmis et apporté précisément ce que le pape Saint-Pie préconisait comme le seul remède à cette maladie de la société et maintenant de l'Église. C'est-à-dire
le Christ Jésus. Le but unique pour nous, c'est de tout restaurer dans le Christ Jésus, afin qu'il soit tout en tous. Pour ramener, disait déjà donc Saint-Pilise, pour ramener l'homme, l'humanité, la société, l'Église à Dieu, il n'y a pas d'autre voie, d'autre moyen que notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondement que le Christ Jésus. Il n'y a pas d'autre nom pour lequel nous puissions nous sauver. C'est le Christ qui nous révèle le Père, Dieu. On ne peut pas aller au Père si ce n'est pas par le Christ. C'est lui qui est la voie, la vérité et la vie. Et donc, ces remèdes, ce qui nous a transmis mon Seigneur, ce qui est le trésor de la fraternité, c'est cette ardeur, ce sel, pour tout instaurer dans le Christ, pour tout restaurer dans le Christ, afin de tout réunir et récapituler dans le Christ Jésus. Wir wollen der göttlichen Vorsehung danken, dass er uns die Gnade gegeben hat, in Monseigneur Marcel Lefebvre einen wunderbaren Gründer der Bruderschaft zu haben. Er hat uns gerade und genau das weitergegeben, was schon der heilige Pius X. sagte. Es gibt nur ein einziges Heilmittel, um diese Krankheit, diese Krise in der Kirche und in der Gesellschaft zu heilen, um diese Situation zu verbessern. Und das ist nichts anderes als Jesus Christus. Wir haben ein einziges Ziel, nämlich alles in Christus zu erneuern, damit er alles in allem und in allen sei. Es geht darum, den Menschen, die Menschheit, die Kirche, die Gesellschaft zu Gott zurückzuführen. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt kein anderes Mittel als Jesus Christus, kein anderes Fundament, auf das wir bauen können, als unser Herr Jesus Christus. Jesus Christus offenbarte uns seinen Vater, und darum können wir nur durch ihn zum Vater gelangen. Dann sprach Jesus auch: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und gerade dieses Heilmittel haben wir von Monseigneur Lefebvre, dem Gründer der Bruderschaft, erhalten. Das ist gewissermaßen der Schatz der Bruderschaft. Wir sollen glühen in unserem Eifer dafür, alles in Christus zu erneuern, alles mit Christus, für Christus, in Christus wieder aufzubauen. Et le pape Saint-Pilis ajoutait, et c'est ça qui nous a transmis Monseigneur Lefebvre, que cette restauration de toutes choses dans le Christ s'est fait nécessairement par la Sainte Église.
par les évêques et par les prêtres, c'est-à-dire par la hiérarchie établie par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, à qui il a confié non seulement son autorité, mais tous ses biens, des vérités, des grâces, de sainteté, de culte. Quoi que l'on dise, dans le fameux schéma synodal, c'est par le sacerdoce que tout peut être restauré dans le Christ. Et alors le pape fait un pas, disant que l'essentiel donc de notre tâche est aujourd'hui dans les séminaires. Où on doit former les Christ dans ceux qui auront pour mission de former les Christ dans les autres. Le pape disait, la mission du prêtre, c'est comme dit saint Paul, mes petits enfants, je vous engendre à nouveau dans le Christ Jésus. La mission du prêtre, le ministère du prêtre, est tout simplement de former le Christ dans les âmes. Et pour cela, continue le pape, il faut que le Christ soit d'abord formé chez eux, dans leur cœur, dans leur âme. Comment un prêtre pourra former le Christ dans les âmes si lui-même n'est pas revêtu du Christ? Plus que cela, disait le pape, comment le fera-t-il si pour lui comme pour saint Paul, sa vie n'est plus la sienne, mais c'est le Christ qui vit en lui? Si ce n'est pas le Christ qui vit en lui, ma vie est le Christ Jésus. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et c'est pour cela qu'il y a cette ordination, ces ordres mineurs. Pour vous faire participer progressivement au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous donner les grâces pour vous conformer à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est donc le but essentiel du séminaire. Saint Pidis ajoutait, on dit que le prêtre est natel alter Christus. Le prêtre est un autre Christ. Il dit, c'est bien vrai. Et pas seulement par le fait de participer au pouvoir sacerdotal de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi parce qu'il doit imiter les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ, au point d'en être une image du Christ. Participer aux exemples, aux œuvres de notre Seigneur, au point d'être lui-même une image de notre Seigneur, rassembler au Christ, refléter notre Seigneur Jésus-Christ.
Wie gesagt, hat uns unser Gründer Monsignor Lefebvre das übergeben, das weitervermittelt, was der heilige Pius X. Gesagt hat. Bei diesem Wiederaufbau, von dem wir gesprochen haben, alles in Christus erneuern, dieser Wiederaufbau geschieht durch die heilige Kirche, durch die Bischöfe und durch die Priester, also durch die Hierarchie, die Jesus selber geschaffen hat, er, der die Kirche gegründet hat. Er hat dieser Hierarchie die Wahrheit übergeben, die sie weitervermitteln sollen, die Gnade, die sie austeilen sollen, den heiligen Kult, die Liturgie, die heilige Messe. Es ist also falsch, wenn der synodale Weg sagt, es braucht kein Priestertum oder das Priestertum ist nicht so wichtig oder die Erneuerung wird nicht durch das Priestertum geschehen. Nein, die wahre Erneuerung, der Wiederaufbau geschieht durch das Priestertum. Und darum sagt der heilige Pius X., dass es wesentlich ist, Priester heranzubilden. Und darum ist auch für die Bruderschaft der wichtigste Ort das Seminar, die Seminare, weil gerade hier Christus in denen geformt wird, die später Christus in den Seelen der Gläubigen formen und hervorbringen sollen. Der heilige Papst sagt auch, dass die Aufgabe des Priesters, und hier lehnt er sich an den heiligen Apostel Paulus an, darin besteht, die Seelen neu auf die Welt zu bringen, um Christus in ihnen hervorkommen zu lassen. Es geht nochmals darum, und das ist die Aufgabe des Seminars, dass Christus in ihnen, liebe Weihkandidaten, zuerst geformt werden muss, in ihren Seelen, in ihren Herzen. Wenn man nicht selber mit Christus angekleidet ist, wenn man nicht selber durch Jesus Christus umgeformt wird, dann kann man ihn auch nicht in den Seelen hervorbringen. Christus ist das Leben, er ist unser Leben und darum sind wir hier. Und darum dürfen Sie durch diese niederen Weihen am Priestertum Jesu Christi teilnehmen. Es ist eine weitere Stufe auf dem Weg Richtung Priestertum. Es geht auch darum, bei diesen niederen Weihen die Gnaden zu erhalten, um immer gleichförmiger mit Christus zu werden. Wie gesagt, das ist das Ziel des Seminars. Der Priester ist ein alter Christus. Das ist ein lateinischer Ausdruck und heißt, der Priester ist ein anderer Christus. Er nimmt an der Gewalt, an den Vollmachten Jesu Christi teil, aber nicht nur daran, sondern er muss auch in seinem persönlichen Leben die Werke Jesu Christi wiederholen. Er soll selber ein Bild unseres Heilandes sein. Er soll die Vollkommenheit des Heilandes in seinem Leben widerspiegeln. Il s'agit donc de former en soi le Christ, en le faisant vraiment le centre de nos intentions, de nos volontés, nos désirs, notre action, qu'il soit le pôle qui attire totalement, afin de former le Christ dans les âmes. Il s'agit donc de le faire régner dans nos cœurs, pour le faire régner dans les âmes. Et tout restaurer donc dans le Christ, aujourd'hui, commence par la Sainte Église elle-même. C'est dans la Sainte Église
qu'il faut d'abord tout restaurer dans le Christ. Voyez l'exemple même de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a aimé la Sainte Église et il s'est livré lui-même pour elle, il s'est livré à la mort pour elle, afin de la rendre sans tache, sans rides, ni rien de pareil, mais afin de se la rendre sainte, immaculée, glorieuse. Donc notre Seigneur a offert toute sa vie, et il a offert sa vie pour la Sainte Église, et afin de sanctifier la Sainte Église. Donc, un prêtre, il doit avoir l'amour pour la Sainte Église et il doit se sacrifier pour le bien de la Sainte Église. Cela, ça veut dire qu'il faut chercher ces biens communs du corps mystique de la Sainte Église. Qu'il faut avoir un sens de corps. Nous faisons tous partie du même corps, nous sommes membres des membres du même corps qui est la Sainte Église. Donc il faut qu'il y ait nécessairement une solidarité spirituelle, une entraide dans l'ordre surnaturel. Il faut que nous cherchions et nous défendions les biens de la Sainte Église, sa doctrine, sa foi, sa théologie, son écriture, son culte, sa messe, ses sacrements, son sacerdoce, sa sainteté. Nous avons le souci en tant que prêtre des biens de la Sainte Église. Et c'est par là que nous devons tout restaurer dans le Christ Jésus. Et saint Paul nous dit que c'est notre Seigneur qui a établi les uns prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs, et qui les a établis pour le perfectionnement des saints. Donc la sainteté des membres du corps mystique, les saints, le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification de l'Église. Et ce travail consiste précisément à faire grandir à partir de la source qui est notre Seigneur, faire grandir les membres et tous les corps dans la foi et dans l'unité de la foi. Donc à partir de ce chef qui est le Christ, d'où découle tout dans les corps mystiques, transmettre aux membres cette unité de la foi. Et cet accroissement dans la charité, afin que tout le corps atteigne la perfection de l'âge en Jésus-Christ. Voilà le beau ministère du prêtre qui regarde la Sainte Église et les âmes.
Demandons donc un séjour de secours de la très sainte Vierge Marie. Adeamus con fiducia al tronum gratiae. Allons aujourd'hui et tout le jour de notre vie avec confiance à ce trône de la grâce, de la miséricorde qui est le cœur de Marie. C'est elle qui peut nous conformer à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est elle qui peut nous donner cet amour pour le Christ et pour la Sainte Église. Car elle est mère de l'Église. Défense de l'Église, gardienne de la Sainte Église et des âmes. Il a un rôle très relevé par rapport au corps mystique et à chaque membre du corps mystique. Donc allons puiser dans son cœur ces selles, cette ardeur, afin de tout restaurer dans le Christ, pour que notre Seigneur soit tout en tout. Wie gesagt, es geht darum, Christus in uns Form annehmen zu lassen, damit wir Christus in den Seelen hervorbringen können. Dazu aber muss er zuerst in unseren eigenen Herzen herrschen, bevor wir ihn in den Herzen der Gläubigen herrschen lassen können. Dieses alles in Christus erneuern beginnt zuerst in der Heiligen Kirche selber. Zuerst muss die katholische Kirche das tun, bevor die Welt und die Gesellschaft sich dem anschließen können. Und wir haben hier ein sehr schönes Beispiel, nämlich von Jesus selber. Er liebte die Kirche über alles. Er gab sich für sie hin. Ja, er ließ sich sogar für sie ans Kreuz schlagen und den Tod erleiden, um sie ohne Fehl und Makel sein zu lassen. Christus wollte, dass die Kirche unbefleckt, heilig, makellos sei. Und darum opferte er sein Leben für sie hin, damit sie eine heilige Kirche sei. Folglich muss der Priester auch diese Liebe zur Kirche haben. Er soll wie Christus sich hinopfern für das Wohl der Kirche. Er soll auch einen Sinn haben, ein Verständnis für den mystischen, für den geheimnisvollen Leib der Kirche. Wir alle sind Glieder des einen geheimnisvollen Leibes. Und darum sollen wir auch eine übernatürliche Solidarität miteinander haben, eine Verbundenheit, da wir alle Glieder dieses geheimnisvollen Leibes sind. So dann müssen wir auch uns einsetzen, damit wir die Güter der Kirche verteidigen, die Heilige Messe, die Sakramente, die Heilige Schrift, das Priestertum, die Heiligkeit, die Lehre, die Theologie der Kirche. Es geht also darum, eine große Sorge um diese Güter der Kirche zu haben. Alles sollen wir in Christus erneuern. Der heilige Paulus sagt, dass Gott Propheten, Lehrer und Apostel berufen hat, um die Menschen zu heiligen, um die Kirche Christi aufzubauen. Ja, Jesus Christus ist die Quelle.
Er ist das Haupt des mystischen Leibes. Alles geht von ihm hervor. Und es ist unsere Aufgabe, dass das alles an die Glieder der Kirche weitergegeben wird. Dafür braucht es eine große Einheit im Glauben. Darum sollen wir in der Liebe zu Gott und miteinander verbunden sein. Darum wollen wir gemeinsam zur Vollkommenheit in Christus gelangen. Ja, das ist diese schöne Aufgabe, die dem Priester gegeben ist. Bitten wir zum Schluss die allerseligste Jungfrau Maria um ihre Hilfe. Wir haben heute im Intuitus gehört, Adiamus Confiducia, Atronum Gratiae. Lasst uns hinzutreten mit Vertrauen zum Throne der Gnade. Wir sollen heute und alle Tage unseres Lebens mit Vertrauen zu diesem Thron der Gnade und Barmherzigkeit hintreten. Maria kann uns mit Christus gleichförmig machen. Sie kann uns die Liebe zu Christus und zur Kirche geben. Sie ist die Mutter der Kirche, sie ist die Verteidigerin der Heiligen Kirche. Ja, sie besitzt eine große, hohe Stellung innerhalb des mystischen Leibes. Bitten wir sie, dass sie in unseren Herzen den lieben Gott bittet, dass in unseren Herzen dieser Eifer, diese Glut wachse, alles in Christus zu erneuern, damit Christus alles in allem sein darf. Omnes Fiordinandi sunt. Reverendissimus in Christo Pater et Dominus Donius Alfonsus de Cavaletta, Dei Apostolicis Sedis Gratiae Episcopos Auxiliaris, sub excommunicationis pene precipi et mandat Dominus et simulis pro suscipientis ordinibus presentibus. Letis forsan eon irregularis aut alios ad iure vel ab homine excommunicatus interdictus suspensus curios infamis, aut alias aiure prohibitus, sine ex aliene diocesi oriotus, sine licentia sui episcopi, aut nomine scriptus examinatus, approbatus et nominatus, ullo pacto audiat ad suscipietos ordines accedere. Et quod nullos ex ordinatis discedat, nisi missa finita et benedictione pontificis accepta. Accedat Cordinandi sunt ad officium ostiarialorum. Sebastian Schaab aus Diesen am Teutoburger Wald, Diözese Osnabrück, Deutschland. Tobias Weselka aus Forschoten,
Diözese Rotterdam, Niederlande. Valerie Schur aus Lenzschütze, Diözese Pinz, Belarus. Martin Farkasch aus Tarnok, Diözese Schur-Weißenburg, Ungarn. Jan Bogacik aus Moschenica, Diözese Tarnau, Polen. Marcel Schwarz aus Rottgau, Diözese Mainz, Deutschland. Thank you.
Entschädigt Koordinati sunt ostiali. Accedat Koordinati sunt ad officium rectorum sunt idem. Ecce fili carissimi, et sitis rectores in topo dei nostri, officium vestro magnusite in fe. Potens est Deus, Deus, Pater et Homi, Sebastian, Rectorem sicudem, opopet, legere e predicat, et lecciones cantare, et benedicere panem, et omnes fructus novus. Studete igitur, verba Dei dedici, lecciones sacras, distinte et aperte, ad intelligentia, et edificationem fidelium, usque omni nebulatio consequentis proferre. Ne veritas divinarum lecciones in fede vestra, et funcionem, Thank you.
accedant qui ordinandi sunt ad officium exorcistarum. Nicholas Massey aus Brisbane, Diözese Brisbane, Australien. Adsum. Michael Adamowski aus Polis Wawietz, Diözese Liegnitz, Polen. Adsum. Marius Pentrup aus Nordkirchen, Diözese Münster, Deutschland. Adsum. Andreas Heumesser aus Rottenburg am Neckar, Diözese Rottenburg-Stuttgart, Deutschland. Adsum. Paolo Bogos aus Brüssel, Erzdiözese Mechelen-Brüssel, Belgien. Adsum. Ich
Regidant qui ordinati sunt ex orciste. Accedant qui ordinati sunt ad officium acolitorum, sunt idem. Sit vero is calux, quantum properim cuncat apostolos, ipse demonstram supers, fructus eri lucis est, in omni voluntate, et justitia, et veritate. Est tot egitur solliciti in omni justitia voluntate veritate, ut vos et alius et veia vos amulietis, cuncetum, intem sacrificio vivi, vivi, subjectis, Os ipsi Deo sacrificio per casta la vita et de bona opera per vento
Recedant qui ordinati sunt acquiriti.
Et quibibunt mea ad oxygen,
lux sacrucem Jesu Mater Eius, et solo Matris Eius Maria Cleophe, et Maria Magdalene. Convidisse Dervo Jesus Matrem et discipulum stantem, quem diligeva, dicit Matris Sue, mulier, ecce filios tuus. Deinde dicit discipulo, ecce mater tua, er ex illa hora, accepite al discipulo sensua. Thank you.
Spirit of soul, as you are in the world, and change.
Beato Michele Arcangelo, Beato Evangeliste, Santis Apostolus Pedro e Paolo, Omnibus Sancti, Sentivi Pater, Vieve Carmini Miscoscitazione Marco et Ope, mea culpa, mea maxima culpa, Ile Pecca Beata Maria Zempa Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Evangeliste, Santis Apostolus Pedro e Paolo, Omnes Santos et Ei Pater, Miseria tua vestri omnipotens Deus et dignitatis peccatis vestri et quorum nos servita pro tempore. Amen. Dignitatis absolutione et remissione peccatum vobis pro tempore. Et ad omnes conviviatum in sanctis servitis. Amen. Ecce nostri exequitori in peccato.
Thank you.